Die Knieprothese, Designmerkmale modernen Prothesen. Die Anfänger der Knieprothese war ein Herr Gluck, hier 1853 bis 1942. Er war ein deutscher Arzt, der in Rumänien erstmal aufgewachsen ist. Gar nicht so einfache Familie. Die Frau Dr. Niago, die heute nicht da ist, unsere rumänische Ärztin, müsste das wissen. Er war der Sohn des deutschen Leibarztes der rumänischen Königsfamilie. Der hat also die erste Knieprothese der Welt eingebaut. Er hat in Leipzig und Berlin in der Schule von Langenberg eben erstmal studiert und erste Erfahrungen mit größeren Knochenoperationen, wie so häufig bis heute eben ist, in einem Krieg, im bulgarisch-serbischen Krieg, hat Herr Gluck gemacht in diesem Bereich. Nach seiner Rückkehr aus diesem Kriegsgebiet in Berlin hatte er eben im Friederike-Kinderkrankenhaus gearbeitet und hat mit Materialien geforscht. Er wollte früh, hat er kapiert, irgendwas muss gemacht werden mit diesen kaputten Gelenken. Die gab es natürlich schon früher. Ja. Und am 20. Mai hat er dann 1859 die erste Implantation bei einer 17-jährigen jungen Frau mit einer Knochentuberkulose mit so einer Elfenbeinprothese hier aus Elfenbein mit einem Scharniergelenk, mit einem beweglichen Gelenk. Das ist das Originalbild aus der Originalstudie eben implantiert. Dann war lange Zeit gar nichts. Gar nichts. 50 Jahre, 60 Jahre gar nichts. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg, später sogar erst, haben sich wieder die Leute in England und in der USA eben mit den Knieprothesen beschäftigt. Und die ersten Knieprothesen waren hier auch, dass das Tibia-Anteil eben so kunststoffmäßig war, hier in diesem Bereich, und hier oben Metall war. Und das waren erst die Anfänge der Knieprothetik, erst wieder in den 60er und 70er Jahren. Dazwischen war Funkstille. Wahrscheinlich gab es weltbewegende Probleme. Ja. Wie sieht es jetzt aber überhaupt mit unserer Qualität aus, wenn wir das zurückblicken, jetzt eben auf 150 Jahre mit Unterbrechungen von Knieendoprothetik? Wie ist das? Und da kann man wirklich in solchen Fragen eben die Endoprothesenregister nehmen. Wir haben heutzutage auch ein deutsches Endoprothesenregister, aber um ein bisschen langfristige Ergebnisse zu haben, sind wir immer noch darauf angewiesen, auf die skandinavischen Endoprothesenregister, hier das schwedische Knieprothesenregister. Ja. Ins Leben gerufen, direkt am Anfang, als es anfing in den 70er Jahren, wie ich gerade gesagt hatte, mit den Knieendoprothetik. Die Grundidee, wie immer beim Register, Daten sammeln, dann analysieren und dann offenlegen. Ja? Damit soll man eben, dadurch, dass das alle nachlesen können, Ausmerzen von minderwertigen Implantaten oder OP-Techniken. Jeder soll von dem anderen lernen, ist der Grundgedanke. Und der ist auch richtig, muss man sagen. Was hat man dann festgestellt jetzt in dem 2017er Report? Ja, was beeinflusst hier? Das ist die Abkürzung für eine kumulierte Revisionsrate, soll das heißen, CRR. Muss man auch erst einmal wieder finden, indem man dann die ganze Studie irgendwie 80 Seiten durchblättert und so. Abkürzungen sind manchmal auch gar nicht so gut. Die Revisionsrate hier, 10 Jahre nach der Operation, ungefähr bei 10-15%, hängt auch vom Alter ab. Und eben auch hier von der Grunderkrankung, ob es auch Rheumatiker sind, die haben eine höhere Revisionsrate. Wie sieht es mit der Entwicklung aus? Hier kann man sagen, wir sind besser geworden. Hier oben grün sind die Prothesen, die ganz früher eingebaut worden sind. Und hier unten, die gibt es erst nur die 10-Jahres-Ergebnisse hier, in dem roten und dem violetten eben die 20-Jahre-Ergebnisse. Und eine fallende Kurve zeigt, dass die ersten Prothesen so nach 20 Jahren ungefähr ein Viertel schon ausgebaut werden mussten. Nach 10 Jahren ungefähr 15%. Die heutigen Prothesen, die vor 10 Jahren eingebaut werden, haben eine Revisionsrate von 4%. Man kann also sagen, dass man im Vergleich zu früher sagen kann, der Patient hat heute nur noch ein Viertel der Wahrscheinlichkeit, das Risiko, dass die Prothese nach 10 Jahren nicht mehr fest ist, dass irgendwas passiert ist, als vor 30 Jahren, 35 Jahren. Es ist, Gott sei Dank, ein Qualitätssprung hat stattgefunden. Und das kann man wirklich mit einer Grafik aufgrund von Tausenden von Daten, wie Sie hier sehen, nachweisen, ohne dass es immer nur Gefühle sind. Ja, das ist da. Sind wir denn so gut? Ja, leider nicht. Sonst würden wir ja nicht stehen. Alle, wir kennen das aus unseren Praxen, aus dem täglichen Leben. Die Knieprothesenmenschen haben mehr Probleme als die Hüftprothesenmenschen. Das ist der Anzahl von Patienten, die irgendwelche Probleme angeben im Vergleich zu den unterschiedlichen Studien, die ein bisschen Schmerzen angeben, die ein bisschen Patellaproblematik angeben. Und das schwankt eben von 10-40% in der Studienlage. Und das
entspricht ja auch das, was wir sehen, dass es ist. Die Lösung, Titel meines Vortrags, bessere Implantate. Das ist immer einfach, wenn man selber nicht operieren kann, sagt man ja. Ja gut, okay. Woraus besteht eine Knieprothese? Femokomponente, Innen-Tibia-Komponente, das sind so Modelle, die wir in unserer Ambulanz haben, die wir den Patienten eben auch immer zeigen. Die Formgebung wurde danach angepasst hinsichtlich der natürlichen Anatomie. Das ist nicht so kreisförmig, sondern so ellipsoid eben. Das hat man dann mit den Prothesen nachgeahmt. Und das hat dazu geführt, dass die Prothesen eben so aussehen. Und das Entscheidende ist, dass so ein zwei Radius-Knieprothesen gemacht wurden. Dass der Radius, also der Krümmung, kann man auch besser sagen, was verständlicher macht, hier in diesem Bereich des Dorsalanters der Knieprothese ein anderer Krümmungswinkel ist, als im Vergleich der ventralen Anteile. Und das nennt man dann zum Beispiel zwei Radius-Knieprothesen. Ja? Das Ziel ist, dass das Kniegelenk so gut funktionieren soll, gleichmäßiger Flexionsbewegung. Gleichzeitig hat man eben auch festgestellt, dass schon seit langem, da erzähle ich Ihnen nichts Neues, dass das Kniegelenk nicht nur ein Scharniergelenk ist, sondern eine Rotation hat. Und gleichzeitig soll es aber auch stabil sein. Bei diesen Dualradius-Knieprothesen ist so ein Kritikpunkt, dass das so aussieht über den Flexionsbogen, ja? Dass die eben nicht gleichmäßig laufen, sondern dass die eben so eine Knickung haben bei 45 Grad. Und das führt dazu, und das sehen Sie jetzt bitte, dass die Bandspannung jetzt in dem Augenblick ein bisschen nachlässt und die Patienten können durchaus in diesem Punkt eben eine Instabilität oder einen vorderen Knieschmerz angeben. Und das war so ein, oder ist so ein Kritikpunkt. Firmen, Anatomen, Operateure haben sich Gedanken gemacht und haben gesagt, diese unterschiedliche Krümmung kann man eben verändern, indem man sagt, die Voraussetzung ist, dass die Drehachse nicht ganz senkrecht eben verläuft, sondern ein bisschen schräg verläuft eben im Bereich der Epikondylen. Ja? Und dann hat man eben doch so eine kreisförmige Single-Radius-Knieprothese, die es auch auf dem Markt gibt. Und das war die Grundvoraussetzung oder Grundidee, warum man so ein bisschen an dem Radius, und das wird immer weiter geforscht und heutzutage weiter geforscht, andere Prothesenmodelle gemacht hat. Und das soll so funktionieren, der Radius ist gleich, ja, und die Knieprothese mit dem dazugehörigen Menschen natürlich rollt gleichmäßig über 0 bis 100 Grad ab und es gibt nicht so eben Unterschiede machen. Ja, das ist eben, würde man sagen, Dualradius, Single-Radius, ist alles gut. Man hat festgestellt, dass die Single-Radius-Knieprothese von den Studien her auch einen gewissen Nachteil hat hinsichtlich der Konformität, ja, der Kontaktfläche im Bereich der Streckung, Nahstreckung, dass hier nicht so eine lange, große Auflagefläche ist. Also mit irgendwas verkauft man sich Vorteile, hat auch wieder Nachteile, möchte ich Ihnen damit sagen. Deswegen gibt es jetzt auch so graduelle Multiradius-Knieprothesen, wo der Radius, die Krümmung, ja, man nennt das auch so ein Bremsradius, wo da eben erstmal abgeflacht wird, also der Radius hier, die Krümmung wird eben größer gemacht, nachher wird sie kleiner gemacht und dann wird sie wieder größer gemacht. Und das soll dazu führen, dass man überhaupt irgendwie gar keine ungleichmäßige Bewegung hat. Hier kann man sich da mal auch mit beschäftigen, wenn man das Thema nimmt, sieht man eben bei den unterschiedlichen Winkelgraden, bei den unterschiedlichen Prothesenmodellen, hier eine Dualradius, Single-Radius, hier, das ist so eine graduelle Radius-Knieprothese, dass die Auflagefläche eben zum Beispiel hier immer gleich ist, mit den Nachteilen, dass sie teilweise am Anfang nicht so groß ist. Hier ist so ein Sprung drin, dafür ist sie stabiler. Es ist bis heute nicht das Ei des Kolumbus gefunden worden. Was ist eine andere Möglichkeit? Individuelle Formgebung als Lösungsalternative. Sie wissen das alles. Es gibt auch individuell angefertigte Knieprothesen. Wir arbeiten da auch mit einer Firma in Amerika zusammen, in der USA. Wenn die Anatomie zum Beispiel hergibt, dass eben nur 2/3 des Kniegelenkes zerstört sind, braucht man nicht eine komplette Knieprothese einbauen. Und wir können eben als Negativabdruck eben solche individuellen Implantate eben herstellen und für den Patienten eben einbauen, wenn zum Beispiel auf der Außenseite lateral eben die Knieprothese ganz erhalten ist. Ja,
Zusätzlich bieten die Firmen auch Vollprothesen an, individuell hergestellt. Und hier ist der Grundgedanke, dass man festgestellt hat, dass der mediale Femokondylus etwas bei jedem Menschen mehr nach distal und auch posterior mehr ausgebildet ist, sodass man hier mit zwei Sägeschnitten arbeitet im Bereich sowohl des distalen als auch posterioren Femurschnitts und das versucht anzugleiten. Und auch das Inlay ist dann eben unterschiedliche Höhe, das muss beachtet werden, darauf kommen wir. Ja, was haben die anderen Firmen gesagt? Das können wir auch mit dem individuellen. Ein ganz altes Video habe ich rausgekramt, das war der Dr. Bleicher und Dr. Mironov. Ja, der eine aus Sibirien, der eine eher hierher, bei sibirischer Baumfäller haben wir immer genannt. Die Firmen haben da auch angepasst. Auch bei den normalen, nicht individuell angefertigten Prothesen gibt es eine Abstufung mit feineren Größenanpassungen seit Jahren. Hier zum Beispiel die Persona-Knieprothese, ja, High-Flex-Design mit dorsaler Umfassung, asymmetrische Femokondylen. Also die Studien gehen auch bei den Standardprothesen weiter, dass man sich dafür macht. Knochensparende Geometrie versuchen alle Prothesen mittlerweile machen. Ja. Und auch ein ganz altes Video, jetzt kommt die Frau Dr. Al-Kasmi, die gleiche Höhe. Er bietet ihr die Prothese an und sagt, ja, dem Dr. Mironov konnte ich dem großen Kerl gerade nicht anbieten, ja. Und dann gibt der Gentleman seine Prothese ab und sagt der Frau Dr. Al-Kasmi, ja, aber sie möchte ihre eigene Prothese haben, obwohl sie gleich sind. Und das ist klar, es geht darum, früher hieß das Frauenkniegelenk, das hat man schnell fallen gelassen. Mich stört auch dieser Begriff Genderdarm auch auf der Verpackung im Endeffekt. Es sind im Endeffekt, dass bei der gleichen, sagen wir mal, Ausdehnung hinsichtlich ja, der distalen Ausdehnung die Prothesen einfach ein bisschen schmaler gebaut sind und flacheres anteres Femurschild haben. Ja? Weil im Endeffekt hängt es nur mit der Größe des Patienten zusammen und vielleicht ein kleinerer Mann braucht auch so eine Genderprothese, ohne dass man sagen kann, dass es ein Frauenknie ist. Die Patella-Problematik ist weiterhin ein Problem. Ja, da gibt es unterschiedliche Konfigurationen im Bereich der Trochlerwinkel, dass man dann die Last studiert hat von den Knieprothesen und versucht das teilweise so mit einem medialen ja, Aufsatz, medialen Dorn eben zu verbessern, diese Problematik. Und dann bleiben die zwei übrigen Punkte, auf die ich noch eingehen will, die Frage nach dem richtigen Inlay. Ja, immer die Frage, mobiles Inlay oder fixes Inlay, hier mobiles Inlay, hier ein fixes Inlay, ja. Von theoretischen Untersuchungen her ja, ist es so, das ist hier so, FEM ist das abgekürzt, haben Japaner allein mit einem Computersimulationsprogramm die Drücke ja, im Computer gemessen, unterschiedlich und haben verglichen mobile ja, mit fixen Inlays hinsichtlich der Stressbelastung. Und da hat man festgestellt, dass theoretisch ja, die ja, mobilen Inlays weniger Stress aushalten müssen, ja, weniger Stress erfahren, eigentlich besser sein müssten in dieser Sache. Wie sieht es aber in der Praxis aus? Eine große Multicenter-Studie hat aber gezeigt, dass eher die mobilen Inlays eben eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit haben als die fixen Inlays. Also Patient, der ein fixes Inlay hat, nach der derzeitigen Studienlage, die Prothese überlebt länger, obwohl es eigentlich nicht so ist. Lohnt es sich gegebenenfalls vielleicht, diese geringe Überlebenswahrscheinlichkeit doch zu nehmen, indem eben diese Mitbewegung dieser Inlays eben dadurch eine bessere Kniefunktion eben erreicht werden soll? Das ist ja der Grundgedanke hinsichtlich der mobilen Inlay. Ja, da hat man festgestellt, hier Funktion, einmal hier fixiertes Inlay, hier haben wir mobiles Inlay, habe ich hier in so einer Grafik aufgezeigt, gleich. Schmerz in den ganzen Studien gleich. Aktivitätslevel gleich. Revision war Gott sei Dank in vielen Studien nicht irgendwie unbedingt erhöht, bei mobilen, aber in der Multicenter-Studie doch. Und hinten ganz weiß dargestellt, gegen allen Erwartungen zeigten sogar die fixierten Inlays eine verbesserte Beugung im Vergleich zu den mobilen Inlays. Also auch nicht der Kuschus. Das hatte ich schon gezeigt. Es gibt mittlerweile zweigeteilte Inlays. Es gibt normale, es gibt auch welche so hier eine Advanced-Prothese, eine Medial-Pivot-Shift-Kniesysteme, wo lateral frei ist und medial die Lippen begrenzt ist, eben dass der Pivot-Shift wirklich nur um die Medialachse erfolgt, die Drehbewegung, und nicht dieses nach vorne Sacken des medialen Anteils des Kniegelenkes erfolgt, was bei den mobilen Inlays immer so vorausgesetzt wird. Das zeige ich Ihnen hier, das ist aus einem Firmenprospekt. Und wenn man das schon sieht, kann man zusammenfassen, wir sind nicht schlauer geworden. Ja?
Bei der Tibia-Komponente ist das grundsätzlich einfacher. Hier macht man vor allem Größenstudien, indem man so Computerstudien macht, die Tibia-Komponente da drauflegt und guckt, dass die feinere Anpassung ist, dass da kein Weichteil-Impingement ist. Das ist die Überlegung in den letzten Jahren da. Der Slope, oft 7 Grad, ist eingearbeitet in vielen Knieprothesenmodellen. Ja, auch Abwägung, Stabilität, Beugung, immer wieder Feinmann. Dann gibt es so Verankerungssysteme im Bereich Inlay-Tibia zur Vermeidung von Mikrobewegungen, dass nicht eine zusätzliche Abnutzung in diesem Bereich, wenn hier oben schon eben die Hauptdruckbelastung und Bewegung ist, hier zwischen Inlay und Tibia erfolgt. Alle Komponenten besprochen. Ja, manchmal machen wir uns zu viele Gedanken. Der Patient müsste eigentlich manchmal nur gemütlich schlendern und interessiert ihn gar nicht, was wir so bereden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus